Hallihallo und herzlich willkommen zum Bastelblitz the day after the Ausverkaufsstart. Ich bin Irene und an meiner Seite ist wie immer mein lieber Ehemann Joachim, ihr dürft ihn Joe nennen. Hallo, schönen guten Abend zum Day After. Das hört sich nicht gut an. Das streichen wir mal gleich wieder aus dem Sprachgebrauch. Tag danach. Das ist ein bisschen schöner, der Tag danach, aber es läuft ja noch so ein bisschen, ja. der Tag danach, da ist ja auch immer noch oft was los. Also, ich habe eine Umfrage am Start. Das betrifft natürlich so ein bisschen auch den Ausverkauf, weil wir haben natürlich auch ein bisschen was vorbereitet, so nach dem Motto, was kauft denn andere eigentlich so? Und beim Ausverkauf ist ja immer mal so ganz interessant. Gibt es ein kleines Filmchen zu und auch den entsprechenden Link zum Warenkorb, da könnt ihr dann mal reingucken. Und ansonsten, wenn ihr uns gut hören und sehen könnt, dann schreibt doch heute mal eine 10 in den Chat. Gestern war richtig was los hier im Hause Wendland. Aber so richtig,
Nachts bin ich aufgeblieben, habe Bestellungen aufgegeben. Ich bin ja super durchgekommen. Kunden hatten manchmal irgendwie Schwierigkeiten mit dem Ja. Online-Shop-System. Ich habe noch nicht ganz ergründet, woran es gelegen hat, aber es war deutschlandweit wohl. Also ja, ich hatte Glück, alles gut. Eine Kundin hat sich schon bedankt, dass sie ihre Eingangsbestätigung um 0:06 Uhr bekommen hat. So läuft das bei uns. Dann waren wir live. Ja, Sonntag live, Dienstag live, heute live, da ist ja wieder ganz schön viel. Live ist live hier bei uns. Ja, und wir hatten die Morning Show. Guckt euch das gerne an. Joachim hat heute einen neuen Film vorbereitet. Gestern hattest du ja meine Top 13 und heute sind es die Top 10 der meistverkauftesten Ja, Artikel, ne? ja. Ja. Ich weiß, ihr liebt sowas. Und du Ja, hast, ja. ja. Genau. Mal gucken, super schon gucken, genau, was andere so gekauft haben. Ja, ein paar Sachen sind auch schon natürlich nicht mehr zu kriegen, ist auch klar. Dann schauen wir. Und was haben wir noch so im Petto? Du hast auch noch ein neues Produkt. Ja. Natürlich wird heute endlich mal wieder gebastelt, nachdem gestern Morgen die Tischkamera nicht ging, was aber was gar nicht schlimm war. Ich fand das ganz charmant, wie wir das gelöst haben hier. Ich habe mich auch nicht geärgert. Problem gefunden, eliminiert. Ne? Hoffen wir das Beste, dass es jetzt alles wieder gut läuft. Aber ihr wisst ja, Technik ist Technik. Ne? Wenn ich das manchmal im Fernsehen sehe, was die da für technische Sachen machen, dann denke ich immer, so schlimm kann das bei uns gar nicht sein. Aber bei denen geht auch manchmal was Ja, schief. und Ist wie? einfach so. Ne? Da brauchen wir uns Ja. jetzt auch keine großen Gedanken drum machen. Ist einfach mal so, haben wir noch ganz gut hingekriegt. Ja, ich denke, bevor wir gleich starten, ich habe nämlich auch noch zwei echt gute Tipps für euch. Na, drei, zwei, ein, wie auch immer. Ich zeige jetzt erstmal das Filmchen von Joachim und dann Jetzt zeige ich schon? noch nicht. Nö, Oh, nö. okay. Das ist mir aber zu früh. Das ist ja kein Trailer. Mal ganz ehrlich, du, Okay, wir ja können erstmal, ich muss erstmal noch mal dann. kurz gucken, die Umfrage, da haben jetzt 100 Zuschauer abgestimmt. Es ging heute darum, hast du schon mal neugierig geschaut, was andere sich gekauft haben und dann dasselbe gekauft? Ja, andere haben auch gute Ideen. Das haben 53% angeklickt und nein, interessiert mich nicht. 40%. Ich glaub's euch nicht, aber das ist egal. Schön ist es trotzdem und ich bin ein Nachkaufprofi. Sagen 4% und ja, ich bin ein echter Copycat, also mal gucken, was andere machen, das dann nachmachen. Das geben immerhin 3% ehrlich zu. Also, ich, wie war das da? Andere haben auch gute Ideen. Ja, das, da bin ich dabei. Ich bin auch ein Nachkaufprofi und ich bin auch ein echter Copycat. Ja, was heißt denn das Copycat? Verstehe ich jetzt in dem Zusammenhang gar nicht. Also, ich bin auf jeden Fall 1 und 3. Ich würde beides anklicken, wenn es geht. Weil ich wirklich finde, andere gucken immer mit einem ganz anderen Auge auf etwas und sehen ganz andere Details, die man selber vielleicht übersehen würde und hinterher ärgert man sich und denkt, toll, ich das mal auch so gesehen hätte, Ja. hätte ich mir das mitbestellt. Und deswegen ist das wirklich gut. Und eine Kundin hat sich ein bisschen auch beklagt, dass in unserem Online-Shop die Funktionalität, also ja nicht unser, sondern das ist ja der von Stampin' Up, die Funktionalität noch ein bisschen, noch nicht ganz da ist. Zum Beispiel, andere kauften auch. Na, das ist einfach so. Also ich habe mir ein Buch angeguckt heute bei Amazon, was ich mir bestellen werde für den Flug. Und da habe ich natürlich erst einmal die Rezensionen durchgelesen. Wobei, da weiß man immer nicht, ob die echt sind, ne? Ja, das stimmt. Aber die waren gut. Und unten stehen aber auch immer noch ähnliche Bücher. Beziehungsweise die Autorin hatte noch andere Bücher rausgebracht, die wurden auch mit vorgeschlagen. Das fand ich gut. Also ich finde das okay. Ja. So, ich nehme euch mal kurz auf den Tisch, weil das, was ich euch jetzt zeigen möchte, ist auch aufgrund einer Bestellung entstanden. Beziehungsweise die Kundin hat was bestellt und ich habe ihr die Rechnung geschrieben und habe dann gedacht, hä? Das ist reduziert? Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Zeige ich euch jetzt mal. Ist jetzt aber vielleicht nicht für den einen oder anderen nicht die ganz große Sensation, aber ja, wir sind, einmal vielleicht sind wir betriebsblind? Nein. Aber man kann auch nicht alles merken. Ja, betriebsblind weiß ich nicht. Es ist ja so, es geht um diese Stempelkissen. Ich habe jetzt nur diese beiden exemplarisch rausgesucht, weil das für mich eigentlich die schönsten der Incolor waren, die jetzt rausgehen. Papageiengrün und Sommersorbet. Das ist ja so ähnlich wie Blutorange. Ihr wisst, das ist mein Lieblingsrot. Und Papageiengrün liebe ich halt auch. Also beziehungsweise ich mag eher Limette, aber Papageiengrün ist auch toll. Und die Kundin hat das bestellt, hat sich das dann gleich zweimal bestellt. Und da habe ich gedacht, hä? Bis ich gesehen habe, 8,80 €, die sind reduziert. Das ist mir tatsächlich komplett durchgegangen, weil ich die nicht brauche, weil ich sie ja habe. Ne?
Und ich habe dann so gedacht, das ist vielleicht nochmal ein schöner Tipp für euch. Die Nachfülltinten sind übrigens auch reduziert dazu, aber da denke ich, die braucht ihr vielleicht nicht, weil ich wollte eben nochmal einen schnellen Test machen. Ich schreibe mir das ja immer hier hinten drauf, Bestellnummer und wann ich es gekauft habe, damit im Fall einer Reklamation ich weiß, hat es noch Sinn, hat es keinen, also wenn es zu alt ist, kann man das dann auch nicht mehr reklamieren. Also das ist jetzt 27.03.22, ist jetzt 2 Jahre alt, ist auch gerne benutzt worden, ist aber noch super in Shape, nicht nachgefüllt. Und haben wir dann jetzt irgendwas hier? Ja, klar haben wir. Wir haben ja jede Menge hier noch zu stehen. Ich nehme mal hier den rustikalen Strauß. Nee, das ist mir zu groß, das nehme ich nicht. Dann nehme ich mir den Punkt aus dem heimeligen Licht. Ich wollte das nämlich mal euch zeigen anhand eines flächigen Motivs. Stempelblock A. Ich kann nur immer wieder sagen, ich hoffe, ihr habt es euch alle gesichert. Bestimmt. Bestimmt, ne? So, dann schauen wir mal, wie gut das jetzt noch stempelt nach 2 Jahren. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Und dann schauen wir einfach mal. So, und ja, perfekt. Das ist so, ne? Vom Abdruck her. Das könnt ihr hier sehen. Das ist hier ein bisschen ausgefräst, ne? Das ist wieder so ein Distinctive. Nochmal eben. Es ist sogar noch immer noch richtig nass, Mensch. Ich werde das mal so machen. Ja, so ist noch besser, so kommt es noch besser raus, ne? Dieses hell-dunkel. Also, wer jetzt noch nicht so viel hat von Stampin' Up und sagt, das würde ich vielleicht gerne mal ausprobieren, wie sind denn wohl die Stempelkissen, nehmt euch das einfach mal mit für 8,80 Euro, finde ich super. Und dazu passend, wer noch keine Stampin' Blends hat, die sind auch reduziert. Und was hinzukommt, ihr seid ja jetzt keine Verkäufer wie ich. Ich arbeite ja immer persönlich mit den aktuellsten Sachen. Ihr könnt die natürlich verbrauchen, bis sie alle sind. Und könnt Stampin' Blends überhaupt mal ausprobieren, ob das was für ja, ist. Ja, einem gefällt ja auch schlicht die Farbe. Klar kann man natürlich 10 verschiedene Grüntöne haben, das sehe ich auch ein, aber so einen Frosch kann man auch in dem Grün malen. Ich meine, ich habe zwei im Garten, die sind deutlich dunkelgrün. Die beiden Burschen, ob das Vater, Mutter oder Vater, Sohn oder Mutter, die Tochter. Die sind zusammen ins Wasser gesprungen. Nein, ja, die sitzen auch ganz gerne nebeneinander da am Teich. Das ist echt, baden in der Sonne. Ja. Springen auch zusammen ins Wasser, wenn man denen zu dicht, das ist echt, zu dicht kommt. Aber so grün sind die natürlich nicht. Die sind natürlich schon dunkelgrün. Also, aber man kennt doch diese Laubfrösche, so diesen klassischen, die sind doch, die gehen doch auch als Papageiengrün durch. Ja. Wenn man will. Also wie gesagt, für den Preis sind das immer so Optionen, wo ich sage, kann man mal machen, um es überhaupt mal auszuprobieren. Mhm. Es gibt viele, die nicht viele Stempel, also es haben auch nicht alle die Stempelkissen von Stampin' Up, das weiß ich. Ne? Mhm. So, vielleicht einfach mal ausprobieren. Wie, darf ich jetzt den Film zeigen, bevor ich anfange zu basteln, oder wollen wir... Das können wir machen. Ja? Ja. Jetzt ist die Zeit dran. 160 Zuschauer, das ist super, das freut uns sehr. Vielen Dank dafür. Und das blende ich auch immer mal ein zwischendurch. Gebt uns gerne einen Daumen hoch. Ich zeige den Film und dann sehen wir uns gleich wieder mit der heutigen Basteleinheit. Thank you.
jetzt noch kurz eine Erläuterung geben. Ja, du hattest ja, ursprünglich hatten wir ja deine Top 13. Wieso darauf gekommen sind, auf Top 13, ist egal, aber Top 10 hat jeder Top 13. Ne? Von den Top 13, die du empfohlen hast, sind vier Sachen ausverkauft. Also die Standsform Heimliches Licht, Steppelset Stiefmütterchen, hätte ich nicht gedacht, aber gut, vielleicht hatten sie da auch nicht mehr so viel von das. Und der Handstanzer Osterhase, der war wohl auch ziemlich schnell weg, und Stempelset Kirsche. Hm. Gut, Kirschen essen ist jetzt also auch nicht mehr. Das Stempelset, guck mal, der Stanzer ist noch da, ist ja auch spannend, ne? Habe ich so rausgefunden, ja. Ich finde das immer spannend, wie eben auch, ich frage mich auch, nach welchen Kriterien die Sachen in den Ausverkauf gehen. Ja. Wobei das, was ich jetzt hier so, das war auch alles wirklich schon länger im Sortiment, aber ehrlich, dieses heimelige Licht, ich muss euch trotzdem nochmal die Nase lang machen, dass diese Stanzformen nicht mehr erhältlich sind, das wundert mich nicht, weil das einfach genial ist mit diesem. Das sieht aus wie so eine Grubenlampe, ne? Ja, ist so. Und sowas hatten wir doch früher. Das gab es doch auch in billig zu kaufen. Irgendwie ja. Hatten wir doch sowas irgendwie so in nachgemacht, ne? Ich hatte sowas in Rot irgendwie. Ja, das sieht auch schön aus. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt ja so viel LED-Tischleuchten neuerdings, wo man auch denkt, wo kommen die jetzt alle her? Also, ja, wundert mich nicht. Wenn ihr Fragen habt dazu zum Ausverkauf, ob irgendwas bestellbar ist oder so, macht es gerne in den Chat, wenn es geht, vielleicht mit einem Q davor. Dann können wir das leichter filtern. Brauche ich nämlich oben in meine Liste da, in meine Leiste nur ein Q eintippen. Und wenn jetzt einer aus Quedlinburg schreibt oder wenn er sagt, ich lebe in Quedlinburg, das wäre dann auch mit da drin. Aber das macht nichts. Das macht nichts, ne? So, den nehme ich raus. Und jetzt fangen wir an. Ich habe für euch exklusiv, naja, exklusiv ist es nicht, ne? Ein neues Kreativset. Und zwar das schöne mit den Pferdetatzen, wollte ich sagen, mit den Hunde- und Katzenabdrücken. Dem Fisch, ich glaube, das war Biancas Bastelbazar, die schon gesagt hatte, den Fisch kann man toll für Konfirmationskarten nehmen im Hintergrund. Und ich zeige euch das mal. Das ist das Einzige, das liegt ja immer lose da drin. Das habe ich schon beschriftet, damit ich später nicht durcheinander komme. Der Rest ist hier noch eingepackt. Und dann schauen wir uns das mal an. Das werde ich nicht verwenden. Das kommt ja in meine Sammlung. Das wird immer ab und an mal verschenkt. Oder man braucht es für Kinder, Enkelkinder, irgendwas. Ich habe ja mein großes olivfarbenes Stempelkissen, ne? Denn was soll ich das jedes Mal aufmachen? Dann kann es auch irgendwie keiner mehr benutzen. Also, natürlich kann man es benutzen, aber ich finde das dann zum Verschenken nicht so schön, wenn man das so angegrabbelt kriegt. So, wir haben mal wieder einen Acrylblock. Der kann da auch eigentlich gleich in der Tüte bleiben. Neulich hatte ich die ja mal gebraucht, habe ich euch ja davon erzählt. Wir haben Herzsticker. Der Menschen, jetzt kommt auch dahin. Eine witzige Frage, vielleicht kannst du die mal einblenden. Ja, gerne. Peter Lustig. Ich wollte mal fragen, wann Irene mal den Kalenderbasteltipp versendet, denn ich war wirklich echt überrascht. Ich habe ja nachts bestellt und hatte am nächsten Tag den Kalender-Newsletter. Ja, du machst das natürlich nach Möglichkeit immer dann gleich, wenn du siehst, da bestellt jemand und dann kriegt er das. Also normalerweise, wenn jemand im Onlineshop bestellt, mache ich es sofort, wenn ich die Benachrichtigung bekomme, dass die Online-Shop-Bestellung eingegangen ist, dann mache ich es eigentlich sofort. Gestern habe ich das natürlich nicht geschafft, da habe ich dann erst gestern Abend, gegen Abend habe ich mich hingesetzt und da erstmal eine gewisse Zeit hat es gedauert. Und diejenigen, die direkt bei mir bestellt haben, die haben das nämlich noch nicht gekriegt, weil die habe ich noch nicht abgearbeitet, genau wie diejenigen, die in der Sammelbestellung mit dabei waren. Also gestern haben es erstmal nur die Online-Shop-Besteller bekommen. Die Sammelbesteller müssen wir erstmal bezahlen. Ja, die müssen bezahlen. Und in der Regel mache ich das auch so, wenn einer eine Direktbestellung bei uns macht, dann sobald ich die Bestellung auslöse, da habe ich ja eh eure E-Mail-Adresse, damit ihr die Eingangsbestätigung bekommt, dann gehe ich sofort in mein Postfach und versende das Kalenderblatt. Ich hoffe, das war verständlich. Also mit anderen Worten, wir versuchen wirklich, alles immer so schnell wie möglich und zeitnah zu erledigen. Und wenn man mal feststellt, irgendwie was, das dauert mir jetzt irgendwie zu lange bei uns irgendwie, dann kann man auch gerne mal nachhaken, weil manchmal kann da natürlich auch immer mal irgendwas sein. Ne? Es kann eine E-Mail falsch abgearbeitet worden sein oder im falschen Ordner gelandet sein oder wie auch immer nicht angekommen sein oder im Spam oder man hat den richtigen Absender, irgendwie alles möglich. Ja. Deshalb, wir sind nie böse, wenn einer mal
nachfragt, nach ein, zwei Tagen schon ungeduldig oder so. Das ist immer besser als, die melden sich gar nicht oder so, ich warte doch und so. Ja. Also vorhin hatten wir noch vor der Sendung einen Anruf einer Kunde bezüglich einer Reklamation. Da habe ich parallel schon gleich, Joachim hat gesprochen, ich habe parallel am Rechner geguckt und habe sofort die Reklamation an Stampin' Up weitergeleitet und die wird dann natürlich erst da morgen früh bearbeitet, aber das ist auch schon erledigt, weil wir haben uns auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Für unser Leben haben wir festgestellt, es ist besser, wenn wir Dinge direkt erledigen, als jetzt das noch wieder in einen Ordner mit ich müsste mal erledigen. Weißt du, so To-Do-Ordner, das ist Quatsch für uns. Ne? Ja. Das geht immer besser. Nur mit gestern hat es länger gedauert mit dem Kalenderblatt, aber die kommen. Und wer keins bekommen hat, möge sich einfach nochmal melden. So, wir haben hier, was immer das ist, wofür werden wir gleich sehen, Quadrate mit einem Stickmusterrand. Und da sehe ich, da kann man zwei Herzen austrennen. Hier haben wir, ist das die neue Farbe Beige? Ich muss mal gucken. Hier haben wir Quadrate, wo man in der Mitte was raustrennen kann. Das sehe ich auch schon. Wir haben Umschläge. Ah ja. Wir haben einmal Umschläge in diesen Savanne, eventuell Beige-Ton. Das werden wir gleich feststellen. Und in diesen, das müsste Calypso sein. Ne? Das sind dann die Umschläge zu den Karten. Wir haben Grundkarten. Okay. Einmal... Ja, Savanne, was auch immer, mit Oliv, würde ich sagen, in so einer Aquarell-Wischtechnik ist alles aufgedruckt. Wir haben, deswegen habe ich eben so gestockt, weil die dazwischen lagen, das fühlte sich anders an. Und wir haben diese Karten, Olivgrün, Calypso, auch Aquarelltechnik. Das kann man sich auch ganz gut mal übernehmen als Layout für eine eigene Karte, ne? Das ist ja auch immer das. Also im neuen Katalog werdet ihr das sehen, da gibt es viele dieser Kartensketche, dieser Kartenvorlagen zum Nachbasteln und man kann sich auch seine eigene Sammlung natürlich mal anlegen. Das sind die Tiere, das ist ein Hund, das sieht aus wie ein Cocker, Katze, Katze, die sind identisch und diese müssten, aha, die sind alle identisch, okay, dann haben wir hier noch wahrscheinlich für die Sprüche. Fähnchen zum Raustrennen. Wir gucken uns das gleich genau an. Ich werde natürlich auch eine Karte mit euch basteln. Und hier kann man es auch ganz gut sehen. Hier ist die Katze. Katze. Also man kann vier verschiedene Karten damit jeweils gestalten. Und von jeder zwei Stück. Acht Stück mit Stempelset. Ist okay. Achso, die Sprüche. Freue mich tierisch für dich. Auf eine treue Seele. Ich bin immer an deiner Seite. Du machst das Leben schöner. Und diese beiden zum Beispiel, die kann man ja definitiv nicht nur für Tierliebhaber nehmen. Ne? Du machst das Leben schöner, passt immer. Ne? Könntest du beim Kaffeeset nehmen, wenn du da die beiden Freundinnen oder die beiden Freundinnen auf der Parkbank da verwendet. Ne? Und all sowas. So, dann gucken wir uns das einfach mal an. So, Karte 1, das ist diese hier, die werden wir jetzt mal gestalten. Ich weiß, der gewiefte Bastler sagt jetzt wieder, ich weiß ja, dass ich, und ihr wisst ja, dass ich das jedes Mal sage. Ne? Aber wir wissen auch, dass es immer wieder auch Neueinsteiger gibt oder manch einer, der nicht so versiert ist. Ja. Und an die richten sich ja auch zum Teil diese Sets oder an, was weiß ich, jemand, der... Vielleicht, ja, gerade erst damit anfängt oder auch, was weiß ich, vielleicht auch mal ein Kind oder so, ne? Vielleicht Spaß dran hat, bevor man denen das ganze Werkzeug und Equipment überlässt. Also, was mir aufgefallen ist, wir haben zwei unterschiedliche Pfotenabdrücke. Einmal sind die Pfoten hier so ein bisschen rundlicher und hier sind sie, die Zehen, so ein bisschen länglicher. Bei der Katze wurde das rundlichere genommen. Und das ist jetzt wieder der Grund, warum ich sage oder gesagt habe, Leute, wir brauchen den Block A. Für so kleine Sachen. Gibst du, das machst du doch mit Absicht. Nein. Du hast doch jetzt so lange gesucht, bis du was zeigen kannst, hier der Block A. Zwischen also, Salz in die Wunden streuen. Ja. Nein, hast du nicht, ne? Nö. Also das haben sich tatsächlich auch gestern welche bestellt. Aber es hat natürlich nicht gereicht, um da in die Top 10 mitzukommen. Aber die Mary schreibt gerade, sie hat Katzen.
Und sie möchte da dieses Set verwenden, um Scrapbooking damit zu machen. Mhm. Ja, wenn wir keinen passenden Hundekatzenstempel haben. Die sehen ja hier auch so aus, als so würde man die, glaube ich, auch niemals gestempelt hinbekommen. Ne? Sieht ja mehr doch auch so wie so ein Comic-Hund aus. Ja, also ich habe jetzt, wir haben ja keine Katze, deswegen kann ich das so gar nicht sagen. Ob mit den Pfoten abdrücken, ich hoffe, das ist richtig, so wie ich es jetzt hier mache. Und ja, die Pfotenabdrücke sind goldig, sagt Tamara. Und Crafting Lady findet die auch gut, aber nur deswegen, sagt sie, kauft sie sich nicht das ganze Set. Calimero findet das auch cool. Mhm. Die so. Tatzen, muss ich mir die nochmal genauer angucken. Ja, die sind schon cool. Das kommt da drauf mit Dimensionals. Mal kurz gucken hier, ja. Nehme ich auch meine, weil ich hier einen Bogen angefangen habe. So. Naja, was kostet das Set eigentlich? Du stellst Fragen. Ja, weil Crafting Lady eben gerade sagt, wegen den Abdrücken kauft sie sich das nicht. Und da würde ich ja sagen, ich würde es, wenn, dann würde ich es mir ja nur wegen des Stempelmotivs kaufen. Weil Schnickel, die hat man ja im Prinzip selber genug. Aber das ist immer das. 27, das ist ja immer das Schöne, wenn man. 27, ja, doch, tatsächlich 27. Ne, hier ist ein Stempelset mit dabei. Das finde ich ja gut. So, da kommt die graue Katze drauf. So, ich trenne das mal raus. Ihr seht auch wieder gut gelasert. Da ist nichts, was irgendwie. Es gibt keine Stanznasen, wie ich immer das benenne. Mhm. Ja, wollt ihr noch eine gute Nachricht hören? Du hast gute Nachrichten? Ja, ich habe gute Nachrichten. Oh, unbedingt. Ja, immer gute Nachrichten. Ja, dann mal her damit. Na ja, erstmal hier fragen, ob das überhaupt einer will. Nachher sitzt der und sagt, nee, du, gute Nachrichten. Heute nicht, du, lass mal. Heute nicht. Heute ist mir eher so nach schlechten Nachrichten oder gar keinen Nachrichten. Ja, du, kann ja auch sein. Vielleicht will einer keine guten Nachrichten hören. You make my heart happy. Du machst das Leben schöner. Ja. Gibt es denn auch so eine Kinderserie mit diesem Pfoten da, Paw Patrol? Ist das nicht auch so ein bisschen da mit den Pfoten da irgendwie? Kommt das ich nicht weiß da nur, ja? Ganz, ist es schon ewig lange her, dass es gibt so eine Bekleidungsmarke, die mit einer Tatze ihr Logo designt hat. Und die hat irgendwie, wenn Leute so Tatzen nachgemacht haben, haben die früher die Leute angedisst. Aber das scheint irgendwie. Wie? Also das ist eine Bekleidungsmarke, die hat eine Outdoor-Bekleidungsmarke. Die war doch mal in der Zeitung so angesagt, ne? Hatten doch alle diese Jack? Ja, und die haben dieses Tatzenlogo und dann haben Leute das benutzt oder sich ein eigenes Tatzenlogo gemalt und dann hat die Firma da Markenrechtsverletzungen angeprangert. Was davon geworden ist, kann ich dir jetzt nicht sagen. Dann bin ich immer selber überrascht. Oh, Peter Lustig. Was? Peter Lustig hat schon wieder hell gesehen. Hat meine gute Nachricht hier schon unter das Volk gehauen. Wir haben die Kataloge versendet. Das stimmt. Die sind heute zur Post gegangen. Zur Esso-Tankstelle. Naja, die haben. Ja, also das klingt so nach dem Motto, als wenn wir die da auf eine Zapfsäule gestellt haben. Nein, die haben bei uns eine Annahmestelle und die sind richtig gut. Da kann man nämlich schön vorfahren. Da sind freundliche Mitarbeiterinnen, die einem die Tür aufhalten, die einem schnell noch ein paar gelbe Kisten in die Hand drücken. Also, das ist toll. Besser als bei der Hauptpost, muss man sagen. Die auch noch Mittagspause hat. Die hat auch noch Mittagspause. Manchmal haben sie auch unvermittelt zu, das gibt es auch. Auf jeden Fall sind die raus und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder vielmehr die eine oder andere morgen ja den Katalog in den Händen hält. Also wir haben echt gebuckelt gestern Nachmittag und meine Online-Shop-Besteller haben ihr Goodie da noch mit reingekriegt und wir haben echt gebuckelt. Ne? Also da waren wir auch einmal ein bisschen... Bisschen putti, wie wir zu sagen. Ja, so ein bisschen. So intern heißt das auch. Ich bin auch ein bisschen putti. Das heißt nicht kaputt, sondern putti, um ein bisschen Kräfte zu sparen. Ja, so ein bisschen verzweifelt waren wir auch. Nein, nicht. Nein, wir waren nicht verzweifelt. Nein. Irgendwie nahm das kein Ende. Hab ich gedacht, oh Mann. Aber gut. Heute aber war das dann, ziehen wir ja dann sowas von eiskalt durch. Ja. Ne? Oh, macht ja auch Spaß. Alles gut. Und schön ist dann eben auch, wenn es vorbei ist. Ne? Vorher ist immer vorher, sagt man, hat meine Mutter immer gesagt. Und hinterher ist hinterher. Ja. Mhm. So, du machst das Leben schöner. Guck mal, das ist ja wirklich super, super, super simpel. Und ich sehe so viele Kunden.
und freue mich, wenn die morgen, vielleicht übermorgen, ihren Katalog in den Händen halten. Ja, ganz wichtig. Ach so, ganz wichtig. Ganz wichtig, sag du mal was dazu. Es gibt natürlich welche oder manch einer bestellt jetzt das erste Mal im Ausverkauf für dieses Jahr. Der hat natürlich einen super Deal gemacht, weil er kriegt jetzt natürlich dann den Jahreskatalog. Der wurde immer gleich fortlaufend, wenn jemand bestellt hat und hatte dieses Jahr noch nicht bei uns bestellt, eingetütet und rausgegangen. Und auch wer jetzt noch bestellt, kriegt natürlich noch die nächsten Tage, sage ich mal so, den Jahreskatalog. Noch haben wir welche da. Und dann sieht das ja so aus, wann kommen die nächsten Minis im August? Zum 1. September startet das, ne? Ja, das heißt, im August werden wir wieder stehen, Mai, Juni, Juli. Dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, also praktisch, wer jetzt bestellt hat, der kriegt den nächsten Katalog dann auch gleich noch. Mhm. Ne? Und wer ihn jetzt hat, nicht lange überlegen, macht eure Listen. Ihr wisst, wir sind Ende des Monats mal kurz nicht hier zu Hause, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht erreichbar sind. Und ich würde es begrüßen, wenn ich eure Sachen vorher schon mal anlegen kann und fertig machen kann. Ich kann auch von da arbeiten, das werde ich auch tun. Aber trotzdem ist das besser, wenn das vorher alles schon mal in Sack und Tüten ist. Man weiß ja ungefähr. Wir haben auch eine Zeitverschiebung. Das kommt dann noch als Hindernis dazu, wenn ja doch jemand mal eine E-Mail schreibt oder so. Und Telefon haut dann schon gar nicht hin und so. Das ist alles kompliziert. Deshalb unsere Bitte rechtzeitig. Ja. Noch rechtzeitiger als sonst. Genau. Und denkt immer dran, wir haben immer noch die Lieferkettenproblematiken, dass manche Sachen, die beliebt sein werden, und da sind etliche Sachen drin, die beliebt sein werden, das weiß ich, nicht, dass die dann erstmal wieder 6 Wochen nicht da sind. Ne? So, schaut mal, jetzt wird es hier einfach so ein bisschen drunter oder drüber oder wie auch immer. Ich glaube, drunter mache ich das mal. Ja, das war jetzt ja wirklich nicht gerade sehr anspruchsvoll. Aber. So, ich gucke mal schnell, was meine Umfrage macht. 167 Zuschauer haben abgestimmt. Die Frage war, hast du schon mal neugierig geschaut? Betonung liegt auf neugierig, was andere sich gekauft haben. Und dann dasselbe gekauft, für heimlich dasselbe gekauft, hat es leider nicht mehr gereicht. Ja, andere haben auch gute Ideen. Natürlich. 58%. Nein, interessiert mich nicht. Sagen doch tatsächlich 37%. Ich bin Nachkaufprofi, behaupten 4%, und ja, ich bin ein echter Copycat, 2%. Und die IP haut 5 Euro in die Kaffeekasse und freut sich auf den neuen Katalog. Dankeschön dafür. IP, liebe ist Grüße unterwegs. Aus Bremen. Ja. Und deinen habe ich gestern eingetütet. Du hast ihn eingetütet. Ich meine ja. Aus einem bestimmten Grund. Dankeschön dafür. Das ist sehr großzügig. So, hier kommt auch schön Crema von trinken. Hier kommt auch eine Tatze drauf. Eine Tatze. Tatze. Aber so könnt ihr doch euren wohlverdienten Urlaub nicht genießen, oder? Wenn ihr vom Urlaub aus arbeitet, fragt Gummibastel. Also. Gummibastel, ich erinnere mich an meine Wortwahl vom letzten Jahr, als wir in Norwegen unterwegs waren. Diese Reise, die wir da jetzt machen mit Stampin' Up, die haben wir beide ja nur deshalb, weil wir euch haben. Ja. Weil ihr dafür gesorgt habt, dass wir diese Reise machen können. Also machen wir diese Reise auch so ein bisschen stellvertretend für euch. Und das zwingt uns quasi dazu, und wir machen es auch gerne, von unterwegs ein bisschen zu arbeiten. Es ist ja nur, wir sitzen ja nur nicht 10 Stunden da am Pool und müssen da was machen. Das kriegen wir schon so nebenbei hin. So viel Zeit ist immer allemal. Und natürlich wollen wir euch auch vielleicht so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Schauen wir mal, was uns da so einfällt. Vielleicht so ein paar Impressionen wird es reichen, auch wenn sich manch einer, aber das ist ein anderes Thema, sich schon mal bitter beschwert hat, ihr seid ein Bastelkanal und kein Reisekanal. Ne? Doch, das muss ich mal sagen. Ja. Muss mal gesagt werden. Ja, also es gibt noch, meine Mutter lebt ja nicht mehr. Die hat echt so ein paar coole Sprüche drauf gehabt. Also ich hätte da wirklich ein Buch machen sollen. Also ein Spruch bei ihr war, Dienst ist Dienst und keine Gefälligkeit. Also so nach dem Motto, das Dienst ist Dienst. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, hat dein Vater gesagt. Das hat mein Vater dann dazu gesagt. Nein, aber es ist so dieses, oder auch so, das sagen ja ganz viele, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Joachim hat es ja eben auf den Punkt gebracht. Durch euch sind wir da und kommen wir dahin. Außerdem, was ja auch sein wird, wir haben ja eine Zeitverschiebung, das heißt, wir werden da vor Ort relativ früh wach sein und ich habe das schon mal gehabt. Schlaflos in Seattle. Genau, damals schlaflos in Salt Lake City war das, wo ich da morgens um 4 hellwach wie angeknipst im Bett gesessen habe. Ne? Und in der Zeit kann man ja was machen, meine Güte. Ja, natürlich. Also ist das doch schön, ich freue mich doch, wenn ihr alle, wenn das, also ja, das macht mir ja auch ist so wirklich Freude.
Wir machen mal die zweite Karte hier noch nebenbei fertig. Da kommen jetzt diese länglichen Tatzen drauf, die anscheinend Hundetatzen sind. Also wie gesagt, ob ich das jetzt hier richtig interpretiert habe, weiß ich nicht, aber gut. Ja, die Crafting Lady möchte wissen, ob das eine Geschäftsreise ist quasi. Nein. Ja, für uns quasi ja. Ist aber nicht für die Steuer. Aber leider nicht für das Finanzamt. Die sagen, nö, da ist nicht genügend Geschäftsanteil. Das ist Vergnügen, Incentive-Reisen, das ist, reicht nicht. Auch wenn man davon da arbeitet, das juckt die nicht. Nein. Und wir haben auch keine Lust, das durchzuklagen. Irgendwie, das und da gibt es auch eine ganz klare Definition, was eine Geschäftsreise ist. Das ist eine Reise, wenn man daran nicht teilnimmt, würde man seinen Job verlieren. Also ein Zwang. Dann wäre es eine Geschäftsreise. Alles andere ist Vergnügen und wird privat versteuert. Also wenn wir bei Stemmen ab rausgeschmissen werden würden, wenn wir nicht mitfahren, dann wäre es eine Geschäftsreise. Ja. Dann wären wir aber auch zackig dabei. Aber es ist auch in Ordnung. Es ist in Ordnung, so sind unsere deutschen Steuergesetze. Wir können damit leben. Wir können da super mit leben. Wir machen sowieso alles korrekt mit Rechnung und so. Wir machen sowieso, was wir wollen, wollte ich sagen. Nein. Und das ist so, wie es ist. Das ist auch ein schöner Spruch, von wem es der nur ist, so wie es ist. Finde ich auch gut. Da regen wir uns gar nicht auf. Nö, gar nicht. Fahrt ihr wieder nach Norwegen oder wo geht es hin? Nein. Diesmal geht es nach Mexiko. Nach Mexiko. Mexiko. Ja. Ich muss mal gucken, also nee, ich gebe euch mal, vielleicht bereite ich den Link mal vor. Lass mal. Nee, das wir zeigen euch, hinterher was. Das macht euch nur. Ja. Das ist nur traurig. Oh, meine Güte. Weil das ist echt ein dolles Hotel. Xeret in Mexiko. Xcaret. Das Problem ist, für mich nicht, es ist kein Problem, das ist ein Hotel mit irgendwie gefühlt 5 Freizeitparks danebenbei, die alle zum Hotel gehören und die man alle benutzen kann mit Zipline und keine Ahnung was. Ich mache das nur alles nicht. Also Zipline musst du mich nicht, also das ist überhaupt nichts für mich. Das Einzige wäre jetzt Stand-Up-Paddling, was wir machen wollen. Also nur mal so als Info, da gibt es quasi so eine Facebook-Gruppe von allen Reiseteilnehmern, auch die Amerikaner sind dabei und Kanadier und wie auch immer. Und da muss man, um diese ganzen Parks da, in diesem, wir haben ja nur 5 Tage, da muss man vorab ganz viel planen, reservieren. Ja. Und die sind ja jetzt schon seit Wochen mit beschäftigt. Also stresst mich, sage ich euch ganz ehrlich. Ich lasse da keine Reservierung für irgendwas machen, abgesehen davon, dass ich ganz viele Sachen gar nicht kann. Vielleicht werde ich mal, wenn es denn geht, Stand-Up-Paddling ausprobieren. Und wenn ich da auch keinen Platz mehr kriege, ist es auch egal. Das habe ich hier in 57 Jahren noch nicht geschafft. Dann werde ich das da notfalls auch ausfallen lassen können. Also Urlaub ist für mich ein bisschen ausruhen, auf der Liege liegen, mal ein Buch lesen, sich das mal gut gehen lassen und nicht von einer Tour zur anderen hetzen. Und ich muss ganz sagen, wir waren schon mal mit einer Stand-Up-Kreuzfahrt unterwegs und da haben wir auch in Mexiko Halt gemacht. War das Cancun? Das war Cancun. Das ist der Hafen von Cancun und da haben meine Tochter und ich einen Ausflug gemacht zur Chichen Itza, so eine Maya-Kult-Gedenkstätte. Da waren wir den ganzen Tag unterwegs, von morgens früh lange im Bus gesessen, dann dort vor Ort gewesen, kochend heiß gewesen, lange wieder zurückgefahren und abends dann hatten wir noch eine Abendveranstaltung auf dem Schiff. Ich war so platt und da sage ich mir, nee, das muss ich nicht nochmal haben. Das ist dann kein Urlaub für mich. Ja, und ich habe mir das angeguckt, die wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich will da nicht respektlos sein, deswegen spreche ich es dann lieber nicht aus, bevor ich es falsch mache. Das wäre so eine Sache, die man reservieren müsste. Und dann habe ich mal geguckt auf den Plan, da wird man morgens um 7.15 Uhr aus dem Hotel abgeholt und kommt abends um 5 Uhr wieder. Da habe ich aber auch so gar keine Lust zu. Nee. Ne? Da liege ich lieber da in dem Hotel. Ich habe außerdem auch noch so ein bisschen Bedenken, auch bei diesen Freizeitparks. Die Sonne scheint da sehr stark. Ich bin auch empfindlich, was Sonnenbrand betrifft und sowas alles. Ich muss sowieso ein bisschen in Malle, in diesem Waterpark da. Genau. Ich muss mit mir und meiner Haut auch ein bisschen haushalten. Nicht, dass ich da krank werde, weil ich da total verbrannt bin. Ne? Und ja, wir werden das schon hinkriegen. Deswegen habe ich mir auch das Buch heute bestellt. Bestellt habe ich es noch nicht, aber erstmal mir angeguckt, was ich gerne mitnehmen möchte. Ansonsten nehme ich elektronische Bücher mit, aber das gibt es noch nicht elektronisch. Und von daher will ich mir das dann doch mal kaufen. Ja, ich muss mal schauen, was mein Bücherschrank der ungelesenen Bücher noch so hergibt. Ich habe noch eins von so ein witziges Buch von so einer Busfahrerin aus Berlin, die da neu angefangen hat. Vielleicht muss ich das noch mal herkramen. Das war eigentlich ganz amüsant. Mal gucken, was ich noch so habe.
Und ansonsten, ich weiß ja nicht, wie ihr mit Büchern seid. Ich bin ja totaler Fan der Onleihe mittlerweile. Das ist ja, die habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ne? Jede Stadtbücherei, wo man dann eine Karte hat bei der Bücherei, die haben auch einen Onleihe-Service und da kann ich mir online Bücher auf mein Handy, iPad, was weiß ich was laden. Und das ist super. Also das ist richtig gut. Ja. Ja, mich das, hat das noch nicht so geflasht da mit dem. Ich Du habe das liest doch da versucht. die Zeitung immer. Ja, die Zeitung, das ist auch was anderes, sind kurze Artikel, aber ich muss ganz ehrlich, da bin ich doch echt Bücherfreund und habe ein echtes Buch in der Hand und ja, Ja, das ist so. jeder so, Aber wie ich er finde es möchte, wa? super, weil sonst hätten wir ja gar keinen Platz im Koffer, wenn du noch deine Bücher Eben. mitnehmen müsstest. Eben. Wunderbar. Du sag mal, ist das hier so ein Rocco? Ist das hier so ein Bullterrier? So ein, wie heißt so eine französische Bulldogge hier? Zeig mal. Ja, der hat so Haare da vorne. Also die haben. Nee, nein, nein, ist Nee? keine französische Bulldogge. Okay. Ja. Naja, und ansonsten gibt es da auch natürlich viel Essen, Eis. Zunehmen wollte ich aber auch nicht Nee, unbedingt. brauchst du ja Ja, nicht. vielleicht ein bisschen. Ich glaube, das kann nicht ausbleiben, ne? Gespannt. Werden wir sehen. Ja. Denn selbst wenn, dann ist auch Also wir egal. werden keine Bilder, keine Vorher-Nachher-Wagenbilder posten. So weit geht es denn doch nicht mit Reiseberichten. Nein. Und außerdem, gut, ist ja auch nicht so lange. Ist ja jetzt keine 14 Eben. Tage. Ach, dann wäre es, glaube ich, auch langweilig, Das ist ein ne? Schnauzer bei dem Hund. Ach, Ja. das hier ist ein Ist es ein Schnauzer. Schnauzer? Ja, ich wollte gerade sagen, der Hund, der Bart heißt Schnauzer. Nee, ist ein Schnauzer. Der Hund ist ein Schnauzer. Ja, genau. Okay. So, dann nehmen wir das gleich nochmal. Dasselbe, das gleiche, wie auch immer das jetzt heißt. Das gleiche, dasselbe. Ja, und so viele Deutsche sind wir ja leider auch gar nicht, haben wir vorhin schon festgestellt. Und Ja, mal viele gucken. kommen nicht mit, ne? Haben natürlich vielleicht schulpflichtige Kinder Ja, oder, ja, ja, ja. oder können nicht gesundheitliche Gründe, ja. Also unsere Buddies sind jedenfalls alle da. Von daher werden wir eine schöne Zeit haben. Na, alle nicht. Nee, alle nicht, aber. Ach ja, stimmt. Ja. Den Jens haben wir schon lange nicht gesehen. Oh, echt. Der war jetzt hier auch nicht mit. Ja. Dem ist auch immer lustig. Ja. Okay. Ja, wir sollen uns mal so richtig verwöhnen lassen, sagt die Tamara. Ja, das machen wir auch. Das machen wir auch. Also was ich nicht, da habe ich schon mal geguckt, was ich definitiv nicht machen werde, ist mich da irgendwie mir da eine Massage oder sowas kaufen, bestellen, gönnen, weil ich habe geguckt nach den Preisen, das kann man nicht bezahlen. Und das ist mir dann das Geld nicht wert, muss ich Dann ganz ehrlich. kann man das lieber in Deutschland machen. Ja, gibt es ja da in Berlin Aber es das. ist natürlich auch so ein Luxus-Resort, das muss man wirklich Ja, sagen. ist auch in Und Ordnung. das sind natürlich ganz andere Preise. Und das bringt mich wieder dazu zu sagen, ja, man kriegt bei Stand Up natürlich tolle Reisen, gar keine Frage. Aber man wird auch ganz oft in Hotels und Unterkünften untergebracht, die man sich sonst nie buchen würde. Und damit geht es dann praktisch schon los, so nach dem Motto, ja, so ein Bier kostet dann auch mal 11 Euro, so ein kleines. Und natürlich so die Etikette, die Gepflogenheiten, das ist gar nicht meine Welt. Huch, Nein, ne? nein. Also ich bin so Kalle einfach irgendwie. Motel One, 65 Euro, na, ist auch vorbei. Reicht mir im Prinzip. Und wenn ich Durst habe, geht es nochmal in die Hotelbar oder ich habe mir ein Getränk mitgebracht, wenn es denn sein muss. Aber so teuer, da zucken wir immer. Das geht nicht. Kann man nicht. Machen wir nicht. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe ja alle Prämienreisen geschafft. Ja, und ich bin der einzige deutsche Mann, der an allen Prämienreisen, die möglich waren, für begleitende Ehemänner teilgenommen hat. Genau. Und die allererste, die war noch alleine, die ging nach Monaco, Monte Carlo. Und da waren wir in dem weltberühmten Hotel de Paris untergebracht. Nee, oder Metropol. Ach, was, eh, nee, Metropol. Mitten in Monte Carlo war dann auch so ein kleiner Pool. Ey, da hat der Cappuccino 25 Euro gekostet oder 25 Mark oder ich weiß es nicht. Also, Das war schon eure Zeiten. das, ja klar, stimmt. Also, das ist, das bin ich nicht, ne? Nee. Also, Da bleibt einem das im Halse stecken. wie mein Vater zu gesagt hätte, Ja, ist ne? so. Und das, ja. Und deswegen ist das jetzt ganz gut. Im XKW brauchen wir uns keinen Kopf machen. Alles Da inklusive. kommen auch Wendlands auf ihre Kosten, weil alles inklusiv ist. Ja. Und da muss man sowieso gucken, was man da überhaupt trinken kann und essen kann und so. Bist schon fertig? Ja.
Ich habe der zwei, Schnauzer. Ja, ich habe zwei ja. Stück. Ich habe hier zwei Karten gebastelt. Gut, dass wir so viel gequasselt. Ja. Ich habe gar nichts mitgekriegt. Du ja, hast zwei Karten gebastelt. Ich ja. dachte, du bist mit dem Schnauzer. Nein, oh, schau mal hier einmal. Unaufmerksam. Einmal Katze, einmal Schnauzer. Und dann könnt ihr halt gucken, die anderen Varianten nochmal. Ne? Hier ist auch dann nochmal der Cocker Spaniel. Der wird dann identisch. Also statt Katze würde dann der Cocker Spaniel. Aber der macht es ja eigentlich keinen Sinn mit den Pfoten hier, oder? So. Und wenn euch das jetzt nicht gefällt mit den Tieren, dann sagt ihr euch, gut, ich mag aber das Material, dann die Tatzen weglassen und dann setzt ihr hier ein schönes Blümchen drauf, ne? Zum Beispiel von der Karte, die immer noch nicht fertig ist. Die wird wohl niemals mehr fertig werden. Hier Joachims Karte aus Rotterdam. Joachims Karte? Moment mal. Die könnte man ja hier auch super drauf setzen. Ich habe gar nicht gebastelt in dem Abend. Ich saß nur daneben. Du hast gebastelt. Also nun, hallo, schön bei der Wahrheit bleiben hier. Immer dicht an der Wahrheit, ne? Ja, ja. Genau, also. Ja, was soll ich sagen? Ich hab's ja. Ich find's gut. Ich werde es verbasteln. Und das kriegen dann meine Kunden mit als Dankeschön mit in ihre... Müssen wir noch abfragen, welcher Kunde Haustiere hat, ob Hund, ob Katze. Ja, ob überhaupt. Katze, das wäre ja mal was, ne? Hund, Katze. Nicht, dass einer, der gar keine Tiere hat, so eine Katzenkarte kriegt, womöglich. Ach so, ja gut, dann muss er die verschenken. Das kann ich jetzt nicht auch. Ja, können wir nicht noch eine Abfrage stellen? Nein, das, da geht mir der Datenschutz auch zu weit. Also, Können wir ja freiwillig. Ja. Nein, machen wir nicht. Katzen sind schon sehr beliebt in Deutschland. Hunde auch. Ja, ich mag ja auch Katzen, aber wir haben halt kein Tier, weil wir auch keine Zeit dafür haben. Und das ist auch gut so, ne? Weil wie würden wir das machen wollen bei unseren ganzen Verpflichtungen? Ja, hier hinter. Und eine Katze kannst du... Der würde jetzt hier jaulen, der Hund. Der Hund jault. Der würde das gar nicht ausfahren, dass wir jetzt hier eine Stunde sitzen. Der würde, oder würde ich hier, vielleicht würde ich auch in der Mitte sitzen bei uns so irgendwie. Ja. Und wir von links nach rechts gucken und so. Vielleicht wäre das auch so ein Lieber. Ja, natürlich, bitte. Aber Katzen kannst du eben nicht so schnell weggeben. Nee. Da musst du dann auch wirklich jemanden haben, der dann hier ins Haus kommt, um das Tier zu füttern und so. Und das ist alles nicht gut. Ich habe neulich so einen Bericht gesehen, da hatte einer die Katze fuhr gerne Fahrrad. Der hatte die auf der Schulter dabei und fuhr mit der durch die Gegend. Und die ging auch mit ihm ins Café und so. Die saß da ganz friedlich und so. Und das wäre natürlich auch noch eine Option. Aber wie der das hingekriegt hat, weiß ich nicht. Und die Kaffeebetreiber finden das auch gut, ja? Puh, ob da ein Hund sitzt oder eine Katze. Man, die läuft ja nicht in die Küche und schlägt da die Milch weg. Also neulich waren wir in einem, das war in einem Einkaufszentrum, da waren wir in einem Café. Und da kamen zwei Hundebesitzerinnen und haben ihre beiden Tiere mitgebracht. Und dann kam die Frau vom Bäckerstand und hat zu den beiden Frauen gesagt, das ist nicht erlaubt. Mhm. Die waren nicht erfreut. Ich habe da nur so ein bisschen rüber gehört. Und sind auch nicht gegangen. Muss man auch ganz dazu sagen, sind nicht gegangen. Ja, ich weiß es nicht, wie es dann ausgegangen ist. Aber sind nicht gegangen und die ist unverrichteter Dinge davongegangen. Die wollte sich wahrscheinlich auch nicht. Es ist ganz aber es ist natürlich schwierig, ne? Wegen Lebensmitteln, ne? Und es ist natürlich und so. Und andere Gäste. Ja. Da sitzt du am Nebentisch, das war ja auch sehr eng gestellt da. Ja. Und man weiß doch nicht, was das für Tiere sind letztendlich. Und nein, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich wollte nur sagen, mir tat eigentlich die Verkäuferin auch ein bisschen leid, weil die so uneinsichtig waren. Und die anderen waren aber auch, wollten auch auf ihrem Recht beharren. Und das war alles irgendwie schwierig, ne? Also jetzt ist es aber witzig hier. Also Margarete hat eine Allergie gegen Katzenhaare. Ja, das wäre natürlich, natürlich tragisch. Aber Tamara, die haben auf der Hund einen Teamdackel. Das ist ja witzig. Ein Teamdackel. Finde ich gut, so als Therapiehund. Ne? Auf der Arbeit. Dann hält man ein bisschen länger durch. Ja. Gibt es ja in Schulen auch oft und so. Ne? Und im Kindergarten habe ich das auch gelesen, da kommt sowas auch. Und bei meiner Mutter im Altenheim, da kam damals, da hat so ein Therapiehund kam. Ja, hat doch gebissen. Der hat gebissen. Und wen? Deine Mutter? Naja. Oder ja, war doch so. Ne? Das da ging ja wohl gar nicht. Nein, ne? Nein, 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 ja. Also das ist auch wieder so eine Sache. Ne? Also. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir aber alle Tierfreunde hier aufgescheucht. Das war jetzt aber nicht unser alle Themen Ansinnen. Durch hier heute. So, eine Karte, zwei Karten, schnell und einfach für alle Tierliebhaber im Stampin' Up! Design. Und das war's für uns für heute an diesem Mittwoch. Ja, wir zeigen jetzt nochmal die Top 10. Genau. Und die Zuschauerkarten. Wir können auch deine Top 13 auch nochmal zeigen. Die habe ich jetzt nicht mehr drauf, weil da habe ich es überspielt. Und die Zuschauerkarten, ja, macht nichts. Die Zuschauerkarten am letzten Sonntag. Sonntag gibt es wieder neue. Wir bekommen gerade fleißig Einsendungen zum Thema Geschenktasche. Auf Instagram habe ich sie auch schon. Rahmenbox ist auch angekommen. Rahmenbox. Die habe ich auf Instagram bei einer Bastlerin, einer Stampin' Up! Demonstratorin entdeckt, die mich da verlinkt hatte. Also wenn ihr sowas macht, gerade auf Instagram, immer mich verlinken, damit ich eine Benachrichtigung kriege, damit ich euch dann auch...
euch ein bisschen bewundern kann. Das war's. Hast du noch was zu sagen? Nee. Nein. Denkt an die Stempelkissen, die jetzt gut reduziert sind. Denkt überhaupt an den Ausverkauf und jo. Ja, freut euch auf den Katalog. Ja. Sofern ihr den von uns bekommt. Ja. Morgen. Und dann sehen wir uns Sonntag wieder. Genau, um 19. Ab morgen. Versprich mal nicht zu viel mit der Post. Nein, aber ab morgen, also ab sie morgen. Sind raus. Raus so. Sind sie. Und wer bis zum Wochenende und Montag keinen hat, der soll sich melden. Ne? Dann ist er vielleicht untergegangen oder Etikett ist abgefallen oder sonst irgendwas. Oder irgendeiner hat das hinter irgendwelche Hecken am Freibad geworfen oder weiß ich nicht, was da alles für Sachen gibt. Ne? Na, das wollen wir jetzt nicht näher erörtern. Das war's. Erörtern. Tschüss. Ciao. Bis Sonntag. Ja, noch mal, Mensch, tschüss.